Hallo, mein Name ist Luca und herzlich willkommen hier heute zu einem neuen Vlog, meine Damen und Herren. Guten Morgen, Jule. Morgen. Du bist ja richtig motiviert. Heute steht so einiges auf dem Programm, meine Damen und Herren. Ihr seht schon im Titel eingeblendet eine Nicht-Lachen-Challenge. Dazu kommen wir gleich. Wir werden heute mit dem Hund von unserem Nachbarn Gassi gehen. Das haben die uns erlaubt. Also wir haben quasi einen Hund. Heute für so eine Viertelstunde. Dann werden wir nach Bielefeld fahren, weil ich eine Kooperation mit einer Fastfood-Kette habe. Die wird allerdings auf Instagram stattfinden. Also in diesem Video wird quasi keine Werbung direkt vorkommen. Aber das werden wir heute auch noch machen. Und wir werden, wie schon gesagt, eine Nicht-Lachen-Challenge machen. Die wird nachher stattfinden, weil wir dafür zu Sandra fahren werden. Und in der Nicht-Lachen-Challenge werden auch noch diese Jellybeans drin vorkommen. Ich habe das Ganze schon mal mit Revi in der Art gemacht. Also Luca, kannst du ja jetzt mal hier kurz zeigen, wie das damals war. Bevor allerdings heute irgendetwas etwas passieren wird, meine Damen und Herren, essen wir erstmal. Breakfast! Wir sind wieder zu Hause angekommen, Freunde. Mein Essen war heftig scharf. Ich sterbe. Allerdings werden wir jetzt zu unseren Nachbarn rübergehen, denn die haben einen Labrador. Die haben einen Beagle. Dann haben die keinen Labrador, sondern einen Beagle. Aber wir können Gassi gehen mit dem. Also wir haben jetzt den Hund hier am Start. Danke nochmal Lasse, dass wir deinen Hund hier entführen dürfen. Und Sarah meinte gerade, es ist ein Beagle, es ist aber ein Labrador. Ne, Flora? Ich hab mich vertan. Genau. Wir haben Sarah gerade ganz kurz die Leine gegeben. Jetzt geht sie alleine, Gassi. So. Sarah, wir sind auch noch da. Sarah, stopp! Flora! 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 Nein, da gibt man Sarah einmal die Leine und der Hund haut direkt ab. Wir sind jetzt hier an so einem Hundeplatz angekommen, wo Flora tatsächlich alleine rumlaufen kann. Ne, Flora? Ja. Tschüssi. Flora darf jetzt... Oh mein Gott. Alter. Ey, das ist ja... Flora ist so Hammer. Flora! Flora! Wir stehen hier alleine und Flora hat ihren Stock da hinten und was? Ey, Hunde sind so leicht zu beeindrucken, einfach so ein scheiß Stock. Oh. Wir gucken uns immer so Videos an bei Instagram, wie so Golden Retriever zu dumm sind, um zu schwimmen und Flora, 2 Jahre alt, hat da so einen fetten Stock in der Fresse. Da kommt Nilpferd angeschwommen, Freunde, oh mein Gott. Flora. Boah, da bin ich heftig nass geworden gerade. 2 Hunde sagen sich Hallo. Oh. Wir sind jetzt seit einer Viertelstunde in diesem Hundepark und Flora will nicht wieder zurückkommen, weil sie den Stock auf jeden Fall behalten will. Na, du Kleine. Die sieht so süß aus, wenn man die nah filmt. Guck mal, die Augen. Run. Sarah hat unten wieder überhaupt keine Kontrolle über den Hund. Das Gassi-Gehen war echt nice. Also ich habe noch nie wirklich so einen Hund erlebt, der so aktiv ist, aber auch so lieb. Obwohl, Sarah hat ein paar Probleme. Unser Plan ist jetzt auf jeden Fall, Sandra abzuholen. Falls ihr Sandra nicht kennt, hier mal ein kurzer Ausschnitt. Und dann werden wir alle zusammen nach Bielefeld fahren. Jule ist ja auch noch mit am Start. Und dort werden wir in einen Tierpark fahren. Weil wir mögen Tiere. Na, Sandra? Wie geht's dir? Hm? Na? Möchtest du mitfahren? Kennt ihr diese In My Feelings Challenge bei dem Lied von Drake? Sandra will das unbedingt machen, deswegen Sandra, ja. Wir fahren gerade 174. Möchtest du mal kurz aussteigen? Ja! Wir sind im Tierpark angekommen und da sind Baumtiere. Kann es sein, dass du dumm bist? Hier sitzen Jule und ich und da hinten sitzt Sarah, Sarah mit ihrem Freund. Sandra kauft seit einer Viertelstunde Futter für Tiere ein. Wie steht's in deinem Leben? Kann ich vielleicht mal hochschauen? Reh. Kann ich vielleicht mal hochschauen? Ja. Hey, die soll mal hochgucken. Hallo. Hey. Hä? Bei Jule isst die das aus der Hand. Aber ey. Hey, ich hab auch Futter. Da hinten sind Esel, die wollten wir gerade füttern, aber hier ist ein Fütterungsverbot. Dürfen wir dir das Futter dann geben?
Oh mein Gott, ist das süß, Alter. Das ist genauso wie mein altes Kaninchen. Der da hinten ist einfach wie Jude, so die ganze Zeit am Pennen. Oh mein Gott, hier sind richtig süße kleine Babykaninchen und sie sitzt einfach komplett im Essen. Alter Schwede, sind Kaninchen süß. Ey, ich schwöre, genau so sah Krümel aus. Krümel ist mein altes Kaninchen und das muss man leider abgeben, weil Sarahs Kaninchen gestorben ist. Klopfer. R.I.P. Gott hab sie selig. Wow, Alter. Also normale Hühner sind ja schon nicht schön, aber die hier... Alter, ich meine, guckt euch mal an. Wie kann man denn so hässlich sein wie ihr? Wir verpissen uns wieder aus dem Tierpark, weil da sind so krass viele Mücken und Wespen gewesen. Das heißt, meine Damen und Herren, wir fahren jetzt... Ich fahre gleich in Urlaub. Also summa summarum juckt's eigentlich niemandem. Wir sind zu Hause angekommen, Freunde, wir vier hier. Und werden jetzt auf den Titel zu sprechen kommen, nämlich eine nicht Lachen-Challenge. Dafür habe ich mir extra diese Bean Buzzles bestellt, mit denen ich damals schon mal eine Nicht-Lachen-Challenge gemacht habe. An der Nicht-Lachen-Challenge nehmen Sarah, Jule und ich teil und Sandra versucht uns irgendwie zum Lachen zu bringen. Und derjenige, der als erstes immer lacht, muss dann einmal an diesem Rädchen hier drehen und bekommt dann eine Jellybean, die entweder total lecker schmeckt oder nach Kotze oder irgendwie sowas. Also meine Damen und Herren, wir befinden uns hier, wir haben schon Wasser geholt und Müller habe ich auch schon, weil Jule... Du liebst diese Bohnen, ne? Ich hasse die. Wir machen das so, dass wir alle ernst in die Kamera schauen und Sandra liest irgendetwas vor und wer dann als erstes eine Regung zeigt. Sandra beurteilt hier die Schiedsrichterin, die muss dann so eine Jellybean essen. Was ist ca. 15 cm lang, steif und wird in eine feuchte Öffnung hineingeschoben, wo es bewegt? Eine Zahnbürste! Das war richtig, war echt lustig. Also ich drehe jetzt mal hier dieses komische Ding und ich habe, nein, Tutti Frutti oder Stinkesocken. Hey! Geil, Alter! Wie nennt man einen übergewichtigen Vegetarier? Biotonne. Ja, Luca wieder. Hä? Ich drehe wieder, Freunde, und wir haben diesmal die gelbe. Das heißt, entweder ein verschimmeltes Ei oder gebuttertes Popcorn. Popcorn. Was sagt ein Tornado zu einer Palme? Halt deine Nüsse fest, ich blase gleich. Jule! Jule muss jetzt hier drehen, Freunde. Sie hat grün, also Limette oder ja, gemähter Rasen, Alter, WTF. Das ist beides ganz okay. Limette. Ihr seid sexuell beklemmte, abgefickte Gummienten. Sarah. Sarah hat... Oh! Hundekacke oder Schokoladenpudding. Ich glaube, es soll Schokoladenpudding sein. Bah, das ist definitiv Hundescheiße. Ey, wer war es als erstes? Wer hat als erstes gelacht? Sarah? Ich doch? Ja, Sarah, komm. Tutti Frutti. Alter, was? Als wenn wir alle so ein Glück haben. Sandra, willst du mal eine Kotzdings essen? Ja. Alter, das ist so safe Kotze. Hauptsache, wir machen so eine Nicht-Lachen-Challenge mit Bohnen und Sandra steht jetzt hier so voll am Ächzen die ganze Zeit. Ihr wisst ja, dass ich mir für Kalaratiada einen Tiger-Bikini bestellt habe. Ja, Luca. Warum erzählt ihr uns so? Entweder Berry Blue oder Zahnpasta. Das ist nicht so schlimm. Zahnpasta. Aber richtig geil. Überhaupt nicht schlimm. Und ich habe Angst, dass der Flieger zu schwer ist, weil ich ein bisschen dicker bin. Und dass wir dann untergehen. Untergehen? Tutti Frutti? Ey, ich habe Angst. Ich voll geil. Ich hab nochmal deinen Mund so schlimm. How big is the gray and the telephone is from Africa? Das war Sarah eigentlich. Das war Sarah. 40? Ja, wenn es jetzt noch nicht so ist. Ja, dann ist es Pfirsich. How big can a Furt sein? 0 gram. Because sonst ist scheiße. Checkt ihr es? Und wir haben das Blaue. Das Leben ist wie Durchfall. Scheiße, aber es Klar. läuft. Mm-mm. Nein, du musst es essen. I must be so on the toilet. Because I must be peeing and I don't find the toilet. Deswegen I pee in the badewanne.
Wir nehmen beide eine. Also ich drehe jetzt mal, Freunde, wir haben die blaue. Okay, das geht eigentlich wieder klar. Also wir müssen beide hier eine blaue nehmen, einer Zahnpasta, einer Berry Blue. Also, Zahnpasta. Ich hab Blaubeere. Alter, Blaubeere ist heftig geil. Jetzt ist hier Showdown zwischen Sarah und Sandra. Ihr dürft keine Regung zeigen. Was heißt das? Ich wollte den Check geben. When you try your best. Sandra, da sitzt wieder mit ihrem Schlappen. Showdown zwischen Sandra und Sarah, Freunde. Wir müssen euch zwei zum Lachen bringen. Sandra, lach mal. Ja. Ja, Sandra hat verloren. Hä? Das ist der Popel. Oh. Na, schmeckt's? Gib mir das Wasser. Meine Popel schmecken tausendmal besser als diese Dinger. Was ist weiß und stört beim Essen? Sperma. Was ist es? Eine, boah, das ist schlimm. Um auf die Frage zurückzukommen, was ist weiß und stört wirklich beim Essen? Sperma. Kann ja nicht wahr sein. Ist es Kotze? Ich glaube, die schmeckt den Unterschied gar nicht. Das ist Kotze, oder? Ja, nein, du kommst nicht an Müller. Alter, Leute, uns ist echt so ein bisschen schlecht nach der Nicht-Lachen-Challenge jetzt. Meine Eltern grillen jetzt aber, deswegen, ich meine, zu essen sage ich nicht nein. Nach dem Grillen werde ich euch übrigens auch eine neue Sequenz, Vlog-Inhalt-Dingsbums hier vorstellen. Ich habe noch immer keinen richtigen Namen dafür. Bisher gibt es sowas wie die Interviews, die ich ab und zu so dumm mache. Dann gibt es die Nintendogs-Time mit Baloo. Dann gibt es Kommentare kommentieren und jetzt, ja, wir essen erstmal was. Wir kommen jetzt doch noch nicht zu dem neuen Vlog-Inhaltskonzept-Dingsbums, was ich vorbereitet habe, weil Monsieur Sandra ihre Kopfhörer bei uns vergessen hat. Und die fliegt halt morgen nach Calaratiada, das heißt, wir müssen ihr die jetzt rumbringen. Hast du ihr die Kopfhörer gegeben? Ich hab dir die ins Gesicht geworfen. Wieder zu Hause angekommen, Freunde, und nun kommen wir zu dem neuen Vlog-Inhaltskonzept. Keine Ahnung, wie man das Ganze nennen soll. Und zwar könnt ihr mir unter Instagram-Bilder, unter Tweets von mir oder beispielsweise auch unter diesem Vlog jetzt hier einfach irgendeinen Witz drunter schreiben, der dann vielleicht in diese Sequenz jetzt reinkommt. Du bist der Witz. Haben wir jetzt alle gelacht. Wie nennt man ein weißes Mammut? Helmut. Lustig. Forscher haben herausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. Bist du dumm? Wie heißt der Bruder von Elvis? Zwölfes. Ich frag mich jetzt schon, warum ich das hier neu eingeführt habe. Was wächst unter der Erde und stinkt? Eine Furzel. Denken die Leute eigentlich, die sind witzig? Was ist schwarz-gelb und macht Mus-Mus? Eine Biene im Rückwärtsgang. Sag mal, was ist denn falsch bei euch? Mit dem Bizeps anzugeben ist echt Oberarm. Sagt der eine Ballon zum anderen, ich hab Platzangst. Was ist der gefährlichste Tag für ein U-Boot? Tag der offenen Tür. Was hat einer, der ständig im Dreieck läuft? Kreislaufprobleme. Ich sag euch, ich beende den Vlog an dieser Stelle.